Willkommen zu einer Runde Kügis. Dim. Kügis. Kügis. Ja, ich dachte mir, wenn du sagst, du bist. Ich dachte mir, wenn du sagst, du bist, dann können wir auch. Können wir das auch beibehalten. Ibi Sushi hier. The only thing I can see is my own silhouette. Was? Was heißt das? Ibi Sushi hier? Dass du gerne Sushi isst. Ich bin so schön. Wie so chi. Dem haben ja deine Eltern nicht beigebracht, dass du nicht lügen darfst. Wir spielen heute nur eine Kügis. Sächsisch ist immer noch der beschissenste Dialekt der Welt. Wolltest du noch angemerkt haben? Sächsisch finde ich lustig zu hören, hört sich aber trotzdem scheiße an. Bayerisch finde ich, hört sich nur scheiße an. Wenn jemand richtiges Sächsisch redet, verstehe ich weniger, als wenn jemand richtiges Bayerisch redet. Das ist ja der Sinn von Sächsisch, dass man nichts versteht. Wir gehen davon aus, was besser oder was schlechter ist, wenn wir hier von einem gebildeten Menschen ausgehen. Nicht von Sachsen. Das ist ja ein großer Unterschied. Das ist alles gleich scheiße. Aber der Blaue will sich beefen oder was? Ja, halt mir fest, Rot hat mindestens ein Schreien. Ganz kurz zu Beginn des Videos, wie eigentlich immer. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Teilt den Stuff auf Twitter, Instagram und sonst wo. Würde mich supporten. Danke, Leute. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitch auch. Das würde mich auch sehr freuen. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Gut, zu Beginn. Deutschland, ne? Deutschland. Ja, ich wollte es nur angemerkt haben einfach. Ja, aber es gibt genau zwei Möglichkeiten, wenn dein Gegenüber auf PvP geht in diesem Spielmodus. Er hat den Spielmodus nicht verstanden oder weiß, dass du 300 Cookies hast. Ja, bei Grün ist es Ersteres. Ah, ich krieg Knockback mal wieder einen Nachruf. Danke, Gomme, für nichts. Ja, ich habe aber über 100 Cookies. Ich will den Typen jetzt nicht unbedingt facen. Also ist jetzt nicht so... Bro, das war jetzt... Ne, ich war von dem Typen eben noch angedamaged, aber er hat mir auf jeden Fall keinen Herz-Damage gemacht, wenn du das meinst. Grün ist zu zweit bei Rot auf ganz entspannter Ehrenfutterbasis. Eigentlich bräuchten wir davon jetzt einmal kurz eine epische Montage, oder? Rot hat uns nun schreien von rechts. Bro, was kriegt denn er für ein Knockback? Rot hat halt schon 40%, aber bei Rot sind dauerhaft die Grünen. Es sind einfach beide grün bei Rot. Und Rot hat nur einen einzigen Schrein. Okay, was soll ich davon jetzt holen? Rot wird halt zu Hops genommen. Hoffen wir mal, dass keiner merkt, dass wir auch bauen. 29 und 31 ist jetzt nicht so krass. Grün ist bei uns in den Schreinen. Herzlichen Glückwunsch. Blau kommt auch, glaube ich, zu uns, oder? Er geht zu sich in die Schreine. Die sind so scheiße platziert, dass ich nicht weiß, was von beiden denn will. Ah, der will zu uns gehen. Ich will bitte ganz kurz wieder in den Turm einzahlen. Ich muss hier einmal kurz den Blauen aus unseren Schreien fernhalten. Was will der? Der will... Oh, fuck, der hat TNT, TNT, TNT! Cookie Rain. Hier kommt ein Roter. Hier ist Rot und Grün. Rot, oder? Blau, meine ich. Ja, Bro, er hat mich halt. Und Rot läuft zu uns. Also, Bro, was ist denn das gerade für eine Map? Ja, das ist komplett Teaming mal wieder. Blau ist schon wieder bei uns verarscht, der Typ nicht. Vor allen Dingen, Tim, zwei Blaue kommen zu uns. Ich glaube, die haben beide TNT. Ich weiß, dass einer von beiden TNT hat. Aber warum fokust sich Blau auf uns, wenn Rot mehr hat als wir? Zwei Blaue kommen zu uns, Tim. Blau mit Blöcken. Gut, das war's jetzt auch für unseren Turm. Ich bin bei Rot auf dem Turm drauf. Oh, Bro. Also ich weiß, dass Eigenlob stinkt, aber dafür möchte ich mir jetzt einfach mal hart auf die Schulter, dafür möchte ich mir jetzt mal anders wild auf die Schulter klopfen. Wir haben jetzt 120 im Turm und wir haben einen Blauen, der wieder mal zu uns kommen will. Das Problem ist, der Typ hat halt TNT und... Ja, der hat TNT platziert, aber er hat nur ein TNT platziert und ich glaube nicht mal, dass das bis zu uns an Dings kommt. Und der Typ, so spielen wir hier schon mal gar nicht, ne? Grün ist wieder bei, Grün ist auch bei uns. Kannst du bitte nach Hause kommen? Wir haben mehr als die und mehr als Rot und wir müssen die fänden. Wir haben nie gesagt, dass die schlau wären. Der Blaue ist im Turm, da sollte er nicht abbauen können. Nee, Achtung, Rot, Rot, nee, Rot ohne TNT. GG. Siehst du, unsere Runden gehen immer 10 Minuten. Easy. Ich würde mal geil finden, wenn so eine Average Time da angezeigt würden. Erstmal ernsthaft, die sind eigentlich immer 10 Minuten. Ah klar, wir haben in den letzten Streams haben wir. In den letzten Streams haben wir halt schon recht viel gegrindet. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, twitch.tv/gameoforlife. Ganz wichtige Angelegenheit. Wir haben eine 100% Winrate heute. Naja, das ist jetzt nicht so gut wie im Stream vor ein paar Tagen, als wir 125% Winrate hatten. Am Ende hatten wir nur noch 108,75 oder sowas. Ja, passiert. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like, einem netten Kommentar und einem Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff zu verpassen. Folgt mir unbedingt auf Twitch. Aktiviert auch da die Glocke, um keinen Stuff zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Folgt mir auch auf Twitter und Instagram. Auch das würde mich sehr, sehr freuen. Tim, dein Statement dazu. Gute Nacht. Lidl ist offizieller Partner von SK Gaming. Ja. Nein, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da. Teilt den Stuff sehr gerne. Würde mich sehr supporten. Tim, dein Statement. Nein. Alles klar, sonst noch was? Genau.
Oder auch nicht. Sonst noch was? Minecraft ist mir nur 1200 Euro wert. Sonst noch was? Nein. Gute Nacht. Als ob guten Morgen ist, Junge. Es ist voll 2020. Ja, dann bis dahin. Gute Ciao. Nacht. Tim, willst du noch was sagen? Nein. Willst du vielleicht noch was sagen? Deine Mutter ist ein schwuler Jude. Hose dort. Genau.